Mann, ey. Nie hat man seine Ruhe hier. Was war das? War ich. Weil er also konnte. Man kann sich durch die Fessel auch selber, also gegenseitig klären. Okay, hast du gerade probiert, ob das Schaden macht? Ja, das hat Schaden gemacht an seinem Bild. Hätten Lobo unten. Wenn ich einen Raketenwerfer neben euch detonieren lasse, macht euch das auch Schaden. Nee, macht's eben nicht. Das ist ja das Lustige. Statt einfach das Passwort mal zum Explodieren zu bringen. Hab ich doch. Raketenwerf Muni. Brauche ich nicht. Und das muss ich auch noch aufstoßen. Da drüben geht's irgendwo hin. Ich habe jetzt auch Regeneration. Hier kann man rüberspringen. Wollen wir hier mal rüberspringen? Und gucken, wo es da hingeht? Warte erstmal, hier kommt erstmal. Nee, wow, Felix will lieber oben kämpfen. What the? Ja, so tough sind die Gegner jetzt auch nie, ne? Wow! Ich wäre fast runtergefallen. Also dafür hast du aber ziemlich wenig Leben, dafür, dass nicht so tough sind. Ah, ich habe eine Waffenkiste gefunden. Schön, dass ich hier rübergesprungen bin. Sniper? Achtung, Transfusion. Und eine Class-Mod. Eine Verbesserung von meinem. Jetzt haben wir plus 6 regeneriert Leben. Also ihr solltet ein bisschen schneller jetzt Leben bekommen. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ihr solltet ein bisschen schneller Leben regenerieren. Schön. Tun wir aber nicht. Wo bist du jetzt? Ich bin gleich wieder da. Unten, wo gerade ein Psychopath hinter dir herrennt? Nö. Zwei hier sogar? Ja. Unten aber eigentlich warte, ich bin nicht mehr hinter dir. Ich bin doch gleich da. Hier, da rennt nichts hinter mir her. Doch. Ich bin gerade mindestens ein Psychopath ist hinter dir hergerannt. Da ist aber nichts. Also, ich ja, hab mich halt nur umgedreht. Hat er die Spur verloren, das weiß ich. Ja, mal sehen, wenn wir zurückgehen. Ich glaube nicht, dass wir da runter müssen, oder? Nö. Ich glaube, es ist irrelevant, weil wir hier jetzt nicht weiter. Oh, ich bleib ständig an solchen verfickten Kanten hängen. Wie ihr seht, geht's hier deutlich nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, wir müssen erstmal runter. Andere Richtung, aber dann nicht mehr bloß zum Einsammeln. Ja, ich bin bloß zum Einsammeln da. Doch, wir müssen schon dahin. Wir laufen gerade die ganze Zeit bergauf, Felix. Echt? Ja. Auf der anderen Seite auch. Oh. Ding, ding. Zwischensequenz. Gronk. Wow. Gronk. 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 Wir haben Gronk gefunden. Wir schießen jetzt Gronk. Inner links, inner rechts. Nee, wir müssen zusammengehen. Aufteilen ist Quatsch. Und ja, wo hat gerade ganz hinten, da ist Gronks Geschütz. Das treffen wir nie. Also ich treffe mit 49 Schaden. Oh nee, 194. Je nachdem, wo ich treffe. Also ich krieg's mit der Zeit tot, aber ich brauch dann halt meine Zeit. Trifft es nicht. Hälfte habe ich schon tot. Oh, jetzt habe ich gerade was getroffen. Boom. Ich überlege gerade, wie der uns sieht, weil eigentlich sein Kopf ist komplett verdeckt. Der schießt gerade mit Raketen, kann das sein? Aua, ja. Mit Dreifach-Helix? Scheiße. Ich hab gerade einen Knallharten getötet, kann das auch sein? Ich hab auch gerade meinen Revolver draufgezogen, voll auf den Nischel. Wo schießt der denn? Ach, dort oben. Ich hab ihn gleich, jetzt ist... Kroms Geschütz ist... Krom getötet! Damit ist Krom tot. Kronk ist tot. Lol. Und die kämpfen weiter. Wir müssen aber da hoch, wir müssen den Schlüssel noch von ihm einsammeln. Yeah, Headshot. Mann, bin ich geil. Fein, sieh mal an. Komm grad bei mir. Bei mir kam sie dir das an. Bei mir kam das gleiche wie bei Felix. Oh. Fein. Ich meine, der wird grad geile Reaktion. Verdammt!
Ja, geil, Benny. Einem rückwärts laufen. Fail. So kann man ganz schnell 10.000 verlieren. Ah, ihr seid gerade. Ich kann gerade echt nicht retten, ey. Beide quasi tot. Guppy hat sich auch gerade selbst gerettet, gerade so. Oh, sorry. Ja. Scheiße! Schnell! Wird wiederbelebt, wieder schon da. Danke. Siehst du von da unten, wie das Schrot sind? Ja, weil das ein so ein großer halt ist. Seht ihr, wo die Raketen ungefähr hinfliegen? Ja, zu mir. Wie sie halt verwirrt durch die Gegend rennen. Scheiß Gegner. Meine Güte, jetzt stirb. Irgendwie macht das nicht mehr so, ist nicht mehr so herausfordernd, wenn man alles regeneriert. Wah! Der nächste. Aber gerade noch mich flamen. Ja, gerade noch mich flamen. 4.359 habe ich bloß bezahlt. Kannst ja bloß 40.000 haben. Ungefähr, oder 50.000. Ja. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Volltreffer. So, echt geil. Kronk ist tot und wir müssen uns jetzt trotzdem noch durchkämpfen. Kronk ist tot! Kronk ist tot, ja, mein Gott. Aber da ist gerade einer von denen auch in den Abgrund gestürzt. Aber der wird hoffentlich nie wieder belebt. Ich glaube nie. Rennt dann wieder vor zu seinem Lager. Genau, Kronk wird wiederbelebt. Was? Ja. Was? Kronk wird wieder? Ja, genau, Kronk wird wiederbelebt. Genau. Das ist dann das DLC mit Borderlands 2, Kronk Zombie Island. Was? Oh mein Gott. Für Borderlands 1 gab's Dr. Zed Zombie Island. Hier ist Bewaffnung. Oh. Ja, die nehme ich. Pistole, 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 Pistole. Die ist nicht toll. Aber die ist lila. Lila? Und genau. 53 Schaden. Die ist 10.000 wert, die muss toll sein. Ja, nur weil Kronks Sperma dran klebt. Oh mein Gott. Kronks Sidearm. Ein Geschenk von Papa Kronk. Ich distanziere mich gleich von diesem Let's Play. Die ist halt ziemlich genau und macht noch Schockschaden, ziemlich starken und macht halt auch gleichzeitig noch. Dann hat noch Sperma dran. Aber ich tu dein Sperma hier, ich spritz das gerade auf dich, wenn du unbedingt haben willst. Eat shit stand da gerade dran. Es ist scheiße. Ein Geschenk von Papa Kronk steht da bei mir. Nix anderes. Kronk. Nur bekloppt ihr hier, ey. Quack. Ich sag nur Ostsee-Reise. Ja, ja. Leppi auspacken. Im Stau und Leppi auspacken und Lord of the Reach schauen hat einfach Stil. Haben wir eigentlich immer noch, dass wir alle mehr Erfahrungspunkte bekommen oder bekommt nur durch kritische Tötungstreffer? Ne, das habe ich vorhin, das ist bloß in die Sniper Rifle Skille. Und das kriegen glaube ich alle nur, wenn ich jemanden, also ich jemanden mit kritischen Treffer töte, kriegen das alle als Bonus für ein paar Sekunden. Okay. Langweilig. Langweilig. Genau. Das ist das jetzt eigentlich alles abgeben? Da, wir haben noch eine. Bleibt der auch immer stehen? Hier? Ne, Roscommons West, das ist der 29er. Das ist immer noch ein bisschen hoch. Dann würde ich sagen, erstmal abgeben und dann können wir die machen. Dann bin ich auch ein 21. Na, ich auch.
Hier, Gronk Sperma, wolltest du doch haben. Seid widerlich. Der Berausch. Ich geh erstmal verkaufen, bevor wir weitergehen. Säureklebegranate, das ist mies. Ach, wie viele Waffen ich habe, ey, meine Fresse. Fertig. Und ich habe gerade nur Enter gedrückt die ganze Zeit. Ich habe wieder 236.000. Mal eben wieder. Wo müssen wir denn hin? Scrapyard, New Haven und Rust Commons West. Ich habe eine Soldatenmod, 28 Combat Rifle Schaden plus 2 Aufschlagskill. Haben? Will Verkaufe. Oder nicht? Dann habe ich noch eine Taktiker Class Mod mit. Ja. Sinnlos. Fertig. Ja, gut, nie fertig. Ey, ehrlich, jedes Mal, wenn er mir ansagt, fertig, ich kann eigentlich drauf wetten, ey. Wo ist es denn jetzt, was ich suche? New Haven? New Haven? New Haven? Fertig. New Haven? New Haven. Springt er mir nochmal hier im Gesicht rum. Juhu! New Haven! Wir haben jetzt schon den zweiten Teil von dem Schlüssel gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile wir finden müssen, damit wir die Vault öffnen dürfen. Die Vault? Ich glaube, es sind bloß drei. Alle springen da zugleich? Ich bin gar nicht gespannt. Okay, hier schon Money. Bei wem müssen wir es jetzt abgeben? Wahrscheinlich da ganz hinten. Ich darf nicht mit dem Ain sprechen, ja. Genau, das ist das erste. Level up! Ich nie. Bin kurz davor, aber noch nie. Ja, Scrapyard und Rust Commons West müssen wir jetzt abgeben. Old Scrapyard. Juhu. Was will ich tun? Es heißt, die Kammer gibt's wirklich. Aber was ist dann drin? Hey, wenn du später einzubauen. Scrapyard. Crazy old Scrapyard. Wie immer. Felix, bist fertig? Nein. Bist fertig? Nein. Bist fertig? Nein. Und jetzt? Was musstest du jetzt großartig machen? Und jetzt? Ich hab mir gerade eine Waffe gekauft. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Und jetzt? Eine Waffe. Und jetzt? Was? Und was jetzt? Gab's denn da für eine tolle Waffe? Ich hab momentan eine 9x43 Säurewaffe. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt hab ich eine 7x55. Ohne Säure? Ja. Nee, mit mal 3 Explosionen. Oh. Bist du denn endlich mal fertig? Gleich. Der Marco stöhnt hier mir das Ohr voll, bitte mach fertig. Ach übrigens, es ist eine gelbe Waffe. Jetzt habe ich zwei gelbe. Was du gerade gekauft hast, oder was? Ja. Man kann gelbe kaufen. Ja, wenn sie angeboten werden, klar. Kannst du die kaufen. Für 13.000 oder was hat die bloß gekostet? Ne, ich glaube eher 130.000, was ich hat die um eine Null vertan. Weil 13.000 für eine goldene, dann ist die Schrott. Ja. Wir hatten vorhin eine Lila, die schon 170.000 gekostet hat. Jetzt kostet bloß noch 5.000. Naja, Verkaufswert ist 5.000, aber in der 5.000 Verkaufswert ist, war der Kaufwert nicht plus 13.000. Oder 13.000. What the fuck? Aber mehr nie. Ja, ist aber eklig, ja. Wieso? Ich finde ihn gar nicht so eklig. Ich weiß nicht, was ihr habt. Pistole. Ich dann meine Säurewaffe genommen hab, ihn. Na, doch, dann die Feuerwaffe nehmen gegen den. Eigentlich wüsste ich nie, dass die Feuerschaden macht, aber. Eine Säurewaffe macht noch Zusatzschaden, ne? Ich hasse die Schockwaffen. Die Nerven. Die sind so irre laut.
Vor allem, wenn ich dann noch hier drei Kugeln auf einmal abschieße und die alle dann noch brocken. Was willst du? Yay, der letzte ist auch Level 29 geworden. So. 9000 Erfahrungspunkte. Das nächste Fragment. Raketen pro Minute werden bei mir regeneriert. Endlich mal wieder nach West. West Commons West. Was ist ehrlich, dass wir hier gerade durch die Gegend rutschen? Ich glaube, heute haben wir die meisten Kilometer in dem Let's Play gemacht. Oh, hör doch mal auf, ey, das nervt echt, ey. Kann ich gar nicht verstehen, was daran nervt. Nein, Niveau. Wo ist es? Ja, schön, dass du wieder im Menü bist, Felix, ehrlich. Was du die ganze Zeit im Menü machst, ist mir völlig unklar. So oft kannst du doch gar nichts im Menü machen. Ich habe versucht, eine Reise zu initiieren. Ne. Und ja, ich bring dich sehr gern auf die Palme. Aber du bist wirklich jedes Mal im Menü, weißt du? Wir sind vor 2 Sekunden das letzte Mal gereist und du gehst erstmal in New Haven und gehst shoppen. Das ist genau das gleiche wie in jedem anderen Automaten auch und da waren wir gerade am Verkaufen. Ja, aber dafür habe ich bei uns eine gute Waffe gegeben. Alter Schrader. Ich glaube, da brauchen wir kein Auto erst. Brauchen wir kein Auto? Würde ich zumindest so einschätzen. Knallharter brennender Spider-Band. Ja, ich hab ihn gerade gepult. Flieg! Noch ein knallharter brennender. Das sind schon 2. Ihr macht das die ganze Zeit. Ja, ja. Machen wir mal kurz ein bisschen was platt. Du bist wahrscheinlich schon wieder im Menü, oder? Nee. Ich bin gerade am Einsacken. Ja. Aber ich fand's geil, ich habe in der Ruhe eingesackt und ihr habt die ganze Zeit dafür auf die Monster geschossen. Ja, ist so in Ordnung. Hauptsache irgendjemand sackt's ein. Juhu, laufen. Ach, jetzt müssen wir hier zu Tennis laufen. Ach nee, doch, Tennis ist es doch, oder Pierce? Nee, das ist Tennis. Pierce ist die andere mit dem komischen Gesicht. Die Brühe, die da drunter läuft, scheiße, eklig aus, ey. Das ist ja der Sinn daran, dass die so aussieht. Wie kacke. Das ist der Sinn daran, dass die so aussieht. Das ist halt Level 21, ja. Ist doch noch ein bisschen Geld. Bumm! 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 Wie hält der so viel aus? 2 Erfahrungspunkte gibt's dafür. Ach, geil. Und 3 Kugeln braucht man dafür. Hui, flieg! Die hat sich auf. Nee, hat sich. Die wird kurzzeitig aus. Die wird nur nicht mehr angezeigt. Ach so. Flieg! Ich hab mal eben die Rax auf uns aufmerksam gemacht. Danke. Hat schon lange nicht mehr mit Rax. Quest angenommen. Mit Rax Battle. Rax, was ist das denn? Der droppt Sachen, wie du gerade siehst. Rackmörder habe ich gerade also abgeschlossen bekommen. 10.000 Herausforderungen, oder 1.000? Ich glaube 1.000 waren es. Jetzt haben wir nur noch eine Aufgabe. Nee, jetzt haben wir ja die eine Aufgabe 29er und die Aufgabe jetzt. Ich gehe aber wieder hier hoch. Wir an die Waffe ran. Welche Waffe? Das ist eine SMG, von daher. Ich gehe erstmal. Weiß, lass einfach liegen. Ich nehme die Waffenkiste aber noch mit. Was Goldenes, Level 19. Schrotflinte. Laden? Level 19, nicht so doll. 55x7. Ach, mit dreifachen Explosionsschaden. Dann doch, toll. 55x7 habe ich im Moment genau auch. Bloß halt ohne Explosionsschaden. Ich habe 70x7 mit mal 2 Explosionsschaden. Und 7x55 mit 2 Explosionsschaden. Das ist die Detonating Hammer, die ich für uns gerade gekauft habe. Ja, die habe ich jetzt gerade gefunden. Merkst du was? Die goldene? Ja.
Und Guppy hat gerade mit 3 Racks auf einmal zerlegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Yo. Also wenn ihr kein Damage gemacht habt. Ich habe einmal drauf geschossen, aber das hat das. Ich hab nur einmal drauf geschossen und Damage gemacht. Ja, toll. Das kannst du in die Tonne treten, weil es halt eigentlich underleveled ist. Was ist halt Level 19? Das ist 10 Level unter uns, was du da gerade hast, Guppy. Ja, und aber als Drittwaffe ist. Ja, aber okay. Stell dir mal vor, du hättest die mit Level 19 gefunden. Heftig. Na toll, ich bin wieder der mit dem Wagen und. Ah, dann. Hab euch, Uli. Könnt ihr kurz warten? Ich bin so ein Auto. Wir müssen jetzt, dürfen jetzt nämlich hier über die Brücke drüber mit dem Claptrap reden, wo vorhin der Claptrap stand, wenn ich drüber durften. Weil wir Crumb besiegt haben! Wir sind die Stärksten! Crumb in dem Levelbereich, wo ich noch nie war. Ja, Level 30. Wie gesagt, wir sind ungefähr, würde ich jetzt sagen, beim ja, mindestens 70% von der Geschichte. Wenn nicht sogar 80%. Ja, da, direkt daneben. Hab nie gesehen. Mich Claptrap gesprochen. Neue Jobs in New Haven. Hat's gerade angesagt? Ehrlich? Hm. Mir nämlich nicht. Die Frau wieder. Kriegt bloß der hostet, glaube ich, langsam. Nicht. Ja, und die Middle of Nowhere sind auch neue. Dann halten wir mal kurz an. Am schwarzen Brett von Middle of Nowhere. Bin schon auf dem Weg. Wollen wir dann nochmal nach New Haven gehen, bevor wir den ganzen Quatsch abschließen? Ja, jetzt sagt's mir das an. Welches Level haben die? Level 27. Also von mir aus können wir erstmal die Story Quest machen. Lila Raketenwerfer mit 529 Schaden. Das gehört, FedEx? Nee, nochmal. Lila Raketenwerfer 520 Schaden plus vierfach Schock. Nee, nicht. Es gibt auch einen normalen Raketenwerfer mit selben Schaden und vierfach Feuer. Okay, dann. Nee, vierfach Säure bei mir. LOL? Ach, der drunter ist mit vierfach Feuer. Ja, der andere ist 420. Warte. Der hat, das ja, ist genau wie der. Wie viel kostet? Das ist genau. Der eine kostet 33.000. Der andere 141.000. Warum auch immer, warum? Was der mit dem Säure oder was? Ne, der mit dem Schock kostet 140.000. Der hat ein bisschen höheren Waffenzoom. Ja, der hat einen fünffachen Zoom und der andere einen zweifachen Zoom. Zweifach reicht aber völlig aus als Raketenwerfer. Jo, also den 33.000er, den. 423 Schaden. 520 Schaden. Ach so. Ja, der stimmt. Also den links kaufen. Ja, den weißen kaufen, der macht mehr Sinn. Du hast natürlich. Nee, doch. Also den weißen mit Feuer, ne? Nicht den anderen. Ja. Bonus für erbeutete Objekte, Diebstahl, Plünder, Blutrünstig, Skill. Na. Explosivgummierte. Welt gekauft. Jede neue Quests. Ja, womit? Bei Level 30 haben wir 5 Level gehabt. Ja. Das geht auch relativ schnell. Also, das ist bei Borderlands generell nicht so, dass es langsam geht. Also, beim 1er finde ich, geht es relativ schnell. Beim 2er finde ich halt, geht es nicht so schnell. 28 und 27 haben wir hier bekommen. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir werden dann wohl, ich weiß nicht, ob die nächste Session vielleicht sogar schon das Ende schaffen. Ansonsten werden wir wohl, denke ich mal, mehr als 2 Sessions eigentlich nicht mehr brauchen. Uli, deswegen, dann. Bis schönen bald. Abend noch. Ja, tschüss. Tschüss.